Hallo, wie schön, dass du da bist zu diesem Video, in dem wir deinen Vagusnerv stärken wollen und dir die Möglichkeit geben, mehr Selbstregulation zu erlangen über die Vagusnervstärkung und auch zu mehr innerer Ruhe zu finden. Ich bin Larissa, ich arbeite als traumasensible Körpertherapeutin, als traumasensible Yoga-Lehrende und Gestalttherapeutin. Und wenn dir dieser Kanal gefällt und diese Videos, dann kannst du meine Arbeit unterstützen, indem du dieses Video einen Daumen hoch gibst oder einen Kommentar schreibst oder auch gerne anderen Betroffenen von diesen Informationen erzählst. Danke dir. Und wir starten direkt mit unserer Vagusnervstärkung. Warum wollen wir den Vagusnerv stärken? Es geht darum, dass wir das trainieren können, dass dieser Nerv, unser parasympathisches System, zu dem dieser Nerv gehört, quasi mit mehr Tonus reagieren kann, mit mehr Flexibilität. Das kannst du dir tatsächlich so vorstellen, als wie wenn du einen Muskel trainierst. So kannst du eben auch dieses System trainieren. Es ist nichts, was einfach so funktioniert, wenn wir das nicht in unserer Entwicklung gelernt haben. Es ist nichts, was uns einfach so geschenkt wird, sondern es ist etwas, das wir jeden Tag üben können, damit wir die Fähigkeiten erlangen, darauf Zugriff zu haben. Und da drin beinhaltet ist der Glaube daran, dass es so eine Art Slow Medicine ist, eine langsame Medizin in dem Sinne, dass wir selbst die Möglichkeit haben, aus uns heraus uns Gutes zu tun. Eben nicht etwas einnehmen von außen, obwohl das natürlich auch unterstützend sein kann, um eine Krankheit wegzuhaben, sondern eher daraus, dass in uns Gesundheit herrscht und wir das ja in uns haben, in uns tragen, mit unserer Seele und auch in unseren Zellen, dass wir Gesundheit aus uns heraus erschaffen können. Dieser Glaube steckt auch in dieser Arbeit drin als Kernessenz. Und ich möchte gerne diese kurze Sequenz beginnen mit einem Gedicht von Donna Ashworth. Und das Ganze heißt Joy Comes Back. When you finally realize that joy is less fireworks, more firely, less orchestra, more birdsong, she will come back much more often. For joy will not fight with the fast pace of this life. She's not in the shiny or the new. She breathes in the basic. She shimmers in the simple and dances in the daily to and fro. Joy has been beckoning you for many a year, my friend. You were just too busy to see. The very next time joy wraps her quiet warmth around you, as the garden embraces your very body in its wildness, tip her a knot. You cannot force her to stay. But if you are a gracious heart and a gracious host, joy comes back. Donna Ashworth. Und für diejenigen, die das Englische jetzt nicht so schnell so gut verstanden haben, ich schreibe das Gedicht immer unter die Videos, so dass ihr das jederzeit nachlesen könnt. Und für diese kleine Praxissequenz, in die wir jetzt eintauchen, lade ich dich ganz herzlich ein und ich wechsle jetzt zum Du, damit du ganz bei dir sein kannst, es dir bequem zu machen. Du kannst auf einer Matte sitzen, so wie ich. Du kannst auch stehen. Du kannst dabei dich langsam durch den Raum bewegen, wenn es dir gut tut. Oder du könntest dich hinlegen auf dein Sofa oder dein Bett. Was auch immer dir gut tut, geh dem gerne nach. Auch jederzeit in der Sequenz folge gerne deinen Impulsen. Und ich lade dich jetzt zu Beginn ein, dir erst einmal deiner Körperhaltung bewusst zu werden. Also wie sitzt du gerade oder wie stehst du gerade? Ist das eher so zusammengekrümelt oder ist das aufrecht? Und dann lade ich dich auch hier zugleich ein, etwas mehr Aufrichtung einzuladen in deinen Körper. Also den Impuls zu schenken, wie ist das, wenn ich gerade mal den Fokus auf meine Wirbelsäule lenke und mitbekomme, dass da ein Kanal entlangläuft in mir, in dem Energie transportiert wird. Und die Wirbelsäule hat eine Entsprechung in vielen spirituellen Traditionen. Lange bevor über das Nervensystem geforscht wurde, war das zum Beispiel im Yoga der Sushumna ein ganz zentraler Kanal, in dem Verschiedenes zusammenfließt und harmonisiert wird.
und Energie hoch und runter transportiert wird. Und diese Entsprechung finden wir auch in der Wirbelsäule, in dem Rückenmark, in den Spinalnerven, die dort entspringen. Und ich lade dich gerade einfach ein, ganz sanfte Aufmerksamkeit zu deiner Wirbelsäule zu bringen und zu schauen, wie das ist, welche Körperhaltung du einnimmst, wenn du das tust. Und dir vorstellst, dass da Licht reißt, hoch und runter. Und ich lade dich auch ein, dir bewusst zu machen, dass dieses hellscheinende Licht, das hier vielleicht mit deiner Atmung hinaufreißt und mit deiner Atmung hinabreißt, in deinem Rhythmus und in deinem Tempo, eine hellscheinende Qualität hat. Und dieser lichtvolle Kanal dich zentrieren kann in deiner Mitte. Da, wo deine Wirbelsäule ist, die Mitte zwischen links und rechts. Und so atme so, wie es sich zeigt. Und wenn du magst, dann könntest du hier kleine wiegende Bewegungen als weitere Einladung mit integrieren. Dieses sanfte Wiegen, vielleicht auch von vorne nach hinten oder von Seite zu Seite, das so wohltuend ist für unseren Vagusnerv, das uns in eine innere Ruhe bringen kann. Und weiterhin transportiertes Licht reißt hinauf und hinab. Und dann finde hier langsam in deine Mitte, zwischen rechts und links oder zwischen vorne und hinten, finde hier dein Zentrum und zur Ruhe. Und von hier aus lade ich dich in eine nächste Übung ein, die auch mit deiner Körperhaltung zu tun hat. Und zwar gibt es gute Forschung zu den sogenannten Power-Posen. Also es ist bewiesen, dass wie wir uns halten vom Körper her, dass ein Effekt auf unsere Interozeption hat. Das wurde durchaus auch kontrovers diskutiert, aber es gibt trotzdem gute wissenschaftliche Belege dazu. Die sogenannten Powerposen sind solche Sachen wie hier, ich stemme meine Hände in die so Superheldenpose und strecke stolz meine Brust raus und richte vielleicht auch das Kinn auf. Oder auch ich mache so eine Yeah-Pose und strecke die Arme weit nach oben und vielleicht hast du den Impuls dabei aufzustehen oder du stehst sowieso schon. Also bei mir käme jetzt der Impuls, nach oben zu kommen. Und jetzt lade ich dich ein, damit einfach für einen Moment zu experimentieren, mal zu schauen, was in dir geschieht als Signal deiner Interozeption, also das, was von deinen Systemen in dir wirkt und dir sagt, bin ich gerade in Sicherheit oder nicht? Geht es mir gerade gut oder nicht? Das zu empfangen als Signal, wenn wir jetzt anfangen, mit der Körperhaltung etwas zu spielen. Also ich lade dich ein, hier dich einmal einzukrümeln, dich klein zu machen, da wo du jetzt bist und auch gerne den Übergang wahrzunehmen zwischen klein und groß. Also dich ganz zu dir zu bringen und dich nach innen zu wenden, schützend. Und dann auch wieder aufzutauchen und eine größere Körperhaltung in einer Form anzunehmen, die dir gerade entspricht. Vielleicht die Arme weit zu strecken, dein Herz zu zeigen, deine Kehle zu öffnen. Vielleicht auch hier die Arme weit nach oben zu strecken oder in so eine Yeah-Pose zu machen oder auch mal auszuprobieren, die Hände in die Hüften zu stemmen und nach oben zu schauen und zu schauen, wie geht es dir damit? Was kommt da als Gefühl oder auch als Empfindung im Körper? Und vielleicht auch damit verbundene Gedanken. Und das Ganze nochmal zu wiederholen, zu sagen, ich werde nochmal klein. Lass dir hier gerne Zeit, wieder zu dir zu finden. Dich kleiner zu machen. Und vielleicht auch zu bemerken, wo möchte ich denn gerade sein? Möchte ich mich zusammenkrümeln in mir? Möchte ich mich nach innen wenden, mich mir selbst schützen, zuwenden? Oder habe ich gerade Lust, mich zu zeigen? Und hier ist kein richtig und kein falsch, keine Hierarchie. Das Ganze dient deiner Selbsterforschung und auch dem Spielen damit, was diese Körperhaltung in dir auslösen. Wie dein Körper darauf reagiert, dein Körpergewahrsein, dein Bewusstsein. Und dann bleib hier gerne in der Pose, die dir gerade entspricht, für einen Moment. Und spür nach.
Vielleicht ist das auch irgendwo was dazwischen im Übergang. Vielleicht magst du dir was mitnehmen aus diesen Posen als Impuls für deinen Alltag. Und finde dann wieder zu einer Haltung, einer Körperhaltung, die dir jetzt gerade entspricht. Oder bleib bei der, die du gerade eingenommen hast. Und dann mag ich dich noch zu einem letzten Bewegungsablauf einladen in diesem Video. Und der Bewegungsablauf, den ich dir jetzt zeige, entspringt dem Self-Havening. Auch eine Praxis, die gut erforscht wurde, unter anderem von Dr. Rudin. Falls du dich interessierst, da gibt es Bücher und du kannst das googeln. Das Self-Havening hat eigentlich drei Bewegungsabläufe und ich lade dich jetzt noch ein, zuvor in eine kleine Atempraxis mit mir dazu zu finden. Und ich habe ganz lange in meinen Kursen, die ich angeleitet habe, auf das Seelen verzichtet, gerade im Yoga, aus dem Grund, dass es ganz häufig wirklich Druck auslösen kann bei Menschen. Und deswegen hier die große Einladung zu schauen, möchte ich meine Atmung jetzt gleich zählen oder nicht? Und der Vorteil daran ist, zu dem ich auch immer mehr komme, dass du dadurch deinem Gehirn andere Impulse sendest. Also es könnte gut sein, dass das Zählen dir tatsächlich gut tut, wenn du es mal ausprobierst, da du vielleicht bemerkst, dass dich das mehr zentriert oder wacher macht oder andere Gehirnhälften dadurch aktiviert werden. Denn genau so ist es. Deine linke Gehirnhälfte wird dadurch mehr aktiviert, dass du quasi mit dem Frontallappen aktiv, also in Aktion bist und eben zählst. Und das kann sehr balancierend wirken auf ein Nervensystem, das in Dysbalance ist, nämlich mehr im limbischen System und im Stammhirn. Also es ist ein Versuch wert, wenn du magst, jetzt einfach mal deine Atmung frei fließen zu lassen, so wie sie jetzt gerade da ist. Und dann könntest du mit deiner Einatmung auf 3 oder auf 4 einatmen und mit deiner Ausatmung auf 6 oder auf 7 ausatmen. Je nachdem, was dir entspricht. Maß und Minus. Also du kannst da selbst schauen. Zum Beispiel einatmend auf 3 oder auf 4. Ausatmend auf 6 oder auf 7. Und dann lade ich dich ein, das noch ein, zweimal zu wiederholen. Dein Rhythmus, dein Tempo. Und du kannst gerne bei dieser Atmung bleiben, während wir jetzt in die Berührung kommen, in die Berührungspraxis. Und dafür lade ich dich ein, hier einmal deine Hände aneinander zu reiben. Vielleicht indem du einfach die Handinnenflächen aneinander reibst, vielleicht indem du sie greifen möchtest und hier aneinander reibst oder auch die Hände ineinander verschränkst. Finde hier das, was dir entspricht. Und atme dabei gerne nochmal ein, zwei Atemzüge in dem Atemrhythmus weiter, den du gerade für dich vielleicht schon gefunden hast. Konzentriere dich dabei auf die Berührung deiner Hände, was du dort vielleicht wahrnehmen kannst an Temperatur, an Muskeltonus. An Empfindungen von Weichheit oder irgendetwas anderem. Und dann lade ich dich hier ein, dir deine Hände einmal genau anzuschauen. Einmal zu schauen, was haben deine Hände vielleicht auch in einem Gefühl von Dankbarkeit oder auch Staunen über diese Fähigkeit deiner Hände. Was haben sie heute schon für dich getan? Was haben sie heute schon in Unterstützung geleistet?
Meine Hände haben heute schon Essen zubereitet für viele Personen. Sie haben Kinder angezogen und gewaschen, gehalten und gestreichelt. Was haben deine Hände generell in deinem Leben schon für dich getan? Was haben sie als Unterstützung geleistet? Meine Hände haben schon geliebte Personen gehalten, kranke Personen gehalten. Meine Hände haben schwere Dinge getragen. Sie haben mich getragen. Meine Hände haben tief in der Erde gesteckt und ganz lecker umgegraben. Sachen verpackt. Was haben deine Hände schon für dich getan? Was tun sie jeden Tag für dich? Und dann nimm deine Hände hier gerne zur nächsten Bewegung und die führt von den Schultern abwärts zu deinen Ellenbogen. Also streiche hier gerne entlang von den Schultern abwärts zu deinen Ellenbogen. Und auch hier atme, wenn du magst, weiter. In dem Atemrhythmus, den du jetzt vielleicht für dich gefunden hast. Und dann kommen wir zu der letzten Bewegungssequenz. Und zwar kannst du jetzt hier deine zwei Finger nehmen oder auch drei, wie du magst, und einmal unter deinem Auge lang streichen oder unter deinen Augen entlang streichen, vielleicht nach außen streichen und auch über deinen Augen, über deinen Augenbrauen lang streichen oder auch unter deinen Augenbrauen, was dir gerade gut tut. Vielleicht auch bis zur Schläfe gehen, vielleicht auch bis in den Haaransatz gehen. Und auch hier atme ruhig weiter, fließend. Finde hier das, was sich gut anfühlt. Konzentriere dich auf deine Finger, an deinem Kopf. Und vielleicht auch, was das auslöst, dass dein Gesicht hier berührt wird und gestreichelt wird von deinen Händen. Und dann lass deine Hände ruhen. Vielleicht magst du sie ineinander legen. Vielleicht mögen sie einfach irgendwo zur Ruhe finden. Und ich lade dich hier ein, jetzt nachzuspüren. Was hat sich vielleicht verändert in dieser Sequenz, die wir jetzt zusammen geübt haben? Was kannst du jetzt gerade wahrnehmen? Vielleicht an Energie in deinem Körper? Vielleicht auch an Gefühlen oder Empfindungen? Oder auch an Gedanken? Vielleicht hat sich etwas verschoben, vielleicht auch nicht, und das ist genauso wertvoll. Und dann lade ich dich hier ein, nochmal dein Licht wahrzunehmen. Vielleicht das Licht, das entlang deiner Wirbelsäule auf- und abreißt. Energie, die dort zu Hause ist. Sich in deinem Körper verteilt. Vielleicht auch dein ganz eigenes Licht, das scheint. Und vielleicht gibt es eine Intention, die du gerne mitnehmen möchtest in deinen Tag oder in deine Nacht, je nachdem, wann dieses Video zu dir gefunden hat. Und ich freue mich, dass du dabei warst. Das ist so wertvoll, dass du dir diese Zeit schenkst. Und ich freue mich auch, wenn du mich wissen lässt in den Kommentaren, was sich vielleicht verändert hat, ob sich was verändert hat. Und vielleicht auch, wenn es eine Intention gab, wie die lautet, dass wir uns auf diese Weise noch weiter verbinden können.
danke dir für dein Dasein und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Deine Larissa.